Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Diablo 3 Let's Play Togethers. Ich bin Rektalin. Ich bin Suivo. Und ihr schaut We Play Games for You. Wir wurden darum gebeten, über das Add-on zu sprechen. Das Diablo 3 Add-on. Deine Ansagen werden auch immer schlimmer, Mensch. Ganz schrecklich, ey. Suivo, was denkst du? Hast ich denke du eine viel. Meinung? Und ich habe immer eine Meinung. Was denn jetzt? Wie Zeug los werden. Aha. Was für ein Zeug? Wir haben die da jetzt gemacht. Legendaries und oder? So? Ich hab tatsächlich was. Ja, tolle Wurst. Guck doch hier. Alter, hast du das gesehen? Bam! Wieder ein Legendary mehr. In Reich. Reich. Die Frage ist, warum sind wir hier in der im dritten Akt drin? Weil man immer hier im dritten Akt ist. Ja? Weil es im vierten Akt keine Stadt gibt. Warum gibt es keine Stadt im vierten Akt? Das wird ja aber schlimmer. Warte. Das hättest du das Spiel noch nie gespielt. Ich erinnere mich noch nicht. Ist schon klar. Schon schrecklich mit dir. Ja, bla bla bla. Jetzt einfach als verwehrtes, Mann. Ja, wolltest du nicht mal was zu dem Addon erzählen? Warum erzählst du nicht was über das Addon? Ja, weil ich so informiert bin. Das, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, dass das Addon sowohl für PS3 und Xbox 360 als auch PS4 und Xbox One weiß ich nicht. Also PS4 und Xbox 360 und PS3 kommt's raus. Xbox One weiß schon nicht mal, ob es angekündigt überhaupt ist. Hat man noch nichts gehört, ne? Oder wir sind hinterher. Und PC kommt's natürlich raus. Und so wie es aussieht, kommt so ein PC zuerst raus. Ja, weil irgendwie ist ja angekündigt für März irgendwann, glaube ich. Ne, März war es jetzt. Und der PC, glaube ich, erzählt. Wir müssen hier über den Teleporter. Mhm. Und für PS4 weiß man noch nichts und PS3. Ja. Bisschen seltsam, weil März steht ja jetzt irgendwie auch schon ein bisschen langsam vor der Tür. Ja. Ich denke aber, es wird Zeit, dass sie das machen. Stehen da. Findet und vernichtet den verderbten auf bla 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 Nachwuchs, Zuflucht oder wie auch immer Wuchs. Ja, wir müssen jetzt hier die Dinger wieder töten, damit wir das Tor finden. Dann machen wir hier doch nochmal ein bisschen leiser. Besser ist das. Ich denke, das geht so. Ja, gibt halt noch nicht so viel zum Addon, finde ich, zu erzählen eigentlich. Es gibt halt eine neue Klasse mit dem Kreuzritter. Gibt einen neuen Akt, also einen Story-Akt. Ja, gibt es ja noch diese Rift-Geschichten, wo du von Anfang an wohl drin sein kannst. Also paralleles Level mit Rift variierenden ist quasi Sachen. Halt ein zufallsgeneriertes Dungeon, wo man halt dann eine bestimmte Quest quasi erledigen muss und dann ein Boss kommt. Ja. Und dann kriegt man halt so besondere Belohnungen noch dazu, gibt's halt alles Mögliche dann da. Ich denke, das wird dann so das Hauptgedöns werden. Da gibt's ja auch irgendwie so neue Taschen, die dann als Währung dienen oder sowas, ne? Ja, dann gibt's ja dann noch, dann, ich weiß nicht, wer WoW gespielt hat, der kennt das Umschmieden. Sowas ähnliches wird's dann auch geben. Transmogrifikation da oder was? Ja, das auch noch. Das ist ja auch noch. Gibt ja beides. Ist das nicht dasselbe? Nee. Du kannst bei dem Transmog-Kram kannst halt da das Aussehen ändern. Ja. Aber du kannst ja auch mit diesem neuen Staub oder was es ist, deine Sachen ja auch umschmieden. Du meinst von den Stats her? Von den Stats kannst deinen Stat halt tauschen. Also ja, genau. Mindestens einen. Wie viel es genau sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man halt dann ein bisschen mehr Einfluss auf die Items generell. Ja. Was natürlich schon mal ganz gut ist. Weniger Items, die wegfallen halt einfach. Ja, vor allem ist es halt auch einfach ein bisschen. Ich denke, dass es halt ein bisschen Unterschiede reinbringt. Und nicht mehr jetzt alles wie so. Wie meinst du Unterschiede zwischen den Spielern? Das ist halt nicht mehr jeder, das den gleichen Einheitsbrei spielt. Letztendlich. Oder erhoffe ich mir zumindest. Ja. Gibt natürlich neue Skills, gibt's neue. Ja, wie gesagt, diesen neuen Händler gibt's und. Dann noch diese neue ganzen Paragon-Änderungen. Dass du unendlich spielen kannst. Oder? Aragorn ist jetzt accountübergreifend dann und. Du kannst die Punkte selber frei wählen, wie du so verteilst. Du kriegst pro Paragon-Level ja irgendwie eine bestimmte Anzahl an Punkten, die du verteilen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel 200er Paragon-Chars hast, dann ist das halt dann irgendwie Level 150 oder so. Ja. Wird dann zusammengerechnet. Und es geht ach, halt gar nicht dann höher komplett als 100. Oder was? Das ist dann nicht 200, oder? Nee.
Bist du schon das hast oder was? Ja, es geht um EP. Du werden nur die EP so zusammengerechnet, okay, und das, was du halt brauchst, wird dann hochgerechnet. Ich dachte, das wird es ja auch keinen Sinn machen, sonst wird sie ja 10 Schaden auf Level 30 bringen oder so, ja, weil das 10 mal schneller geht als 1 auf 100 oder so, ja. Ja, mag schon sein. Macht ja keinen Sinn sonst. Muss halt immer alles Sinn machen. Ich finde schon. In meiner Welt muss alles Sinn machen. Ja, dann gibt es halt diesen Abenteurer-Modus noch, dass man dann spezielle Bosse in machen muss. Ja, es gibt ja so Kopfgelder und so. Kopfgelder. Wo du dann dementsprechend. Jetzt sollst du vielleicht mal gucken, ob ich den Zeichen oder habe. Neue Rezepte. Ja, was man halt erwarten kann irgendwo. Ja, weil letztendlich finde ich halt ein Story-Akt für einen Add-on fast ein bisschen wenig. Muss ich sagen. Ich finde den Rest zwar ganz nett gemacht. Gibt wohl auch so eine Art. Gibt auch so einen neuen Höllenfeuerring und sowas. Also dann auch so eine Art neue Überbosse. Aber wie gesagt, ich habe halt die Befürchtung, dass das wieder schnell langweilig werden könnte. Weil es halt nur ein neuer Story-Akt ist. Die Frage ist halt, ob diese Rift-Geschichten wirklich motivierend oder langzeitmotivierend genug sind. Das wird die Frage bleiben, erstmal. Was mich halt ein bisschen irritiert, ist halt auch, dass da so viele Streamer waren am Anfang von der Beta jetzt und jetzt aktuell nur noch ganz, ganz wenige streamen. Ja, das ist aber ja auch irgendwo beides. Erstens, es kann langweilig sein, zweitens könnte es auch so gut sein, dass die Zuschauer dann nichts mehr sehen wollen. Entweder, weil sie es selber nicht verderben wollen. Das glaube ich nicht. Oder weil es auch langweilig ist zum Zugucken. Ich denke nicht, dass es da wirklich was mit den Zuschauern zu tun hat. Weil letztendlich, wenn sie ja streamen, sind die Zuschauer ja da. Ich habe da eher das, wo müssen wir denn rum eigentlich? Ich glaube, wir müssen ganz rechts rum, links rum. Ich habe da eher so ein bisschen das Bedenken, dass das Spiel einfach nicht langzeitmotivierend genug für die Streamer ist und die deswegen aufhören wieder zu streamen. Das ist so mein Eindruck. Was ich mir ganz gut vorstellen kann, ist gerade wegen diesem Umschmieden und so weiter und so fort, dass es vielleicht auch ein Stück Reiz halt wegnehmen kann, weil du ja trotz allem dann gutes Gear hast. Dann wiederum die Verbesserung dann wegfällt, manchmal, sage ich jetzt mal. Dass du nicht, da brauchst du ja richtig gute Items dann letztendlich, um dann da die Verbesserung herzustellen. Ja, aber das ist ja immer so. Und ich meine, das mit dem Umschmieden musst du ja auch erstmal schaffen. Du musst dir dann Legendaries disenchanten und sowas, damit du die Sachen dann auch hast, um es umzuschmieden. Ja, aber wenn du dir teilweise mal so angeguckt hast, kannst du, was machst du denn da am Mikrofon? Das gefällt mir gar nicht. Geh mal weg hier. Hör auf, Mann. Seh vor allem nix. Kate, geh weg da jetzt. Mann, diese Katze, ey. Mach deinen noch kaputt hier. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo waren wir stehen geblieben? Wegen Motivation oder was? Ja. Das Einzige, was ich halt, ich denke halt, dass die, dadurch, dass die Sachen ja nicht behält in der Beta, das ist die Einzige, ist, was halt nicht motivierend genug ist dann in dem Moment. Dass sie deswegen aufhören, weil es eine Beta ist. Aber wenn das sonst nicht unbedingt so langzeit motiviert ja, ist, dann. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob die Leute dann angefangen haben, wieder Diablo 3 halt zu streamen. Weißt aber du, warum auch? Die haben das ja dann Wochen und Monate lang schon gestreamt, haben die Mega-Sachen. Brauchen sie ja dann nicht mehr. Ja, wir können ja andere Chars hochleveln, weißt du? Ja, aber das ist ja auch langweilig. Für sie? Finde ich, wäre es auch langweilig. Ich spiele meinen einen Char doch, damit der cool wird und nicht, damit ich dann zig andere hochleveln muss. Nee, es geht aber doch darum, dass du dann letztendlich dann auch ein bisschen Paragon-Zeug mitbekommst. Ansichtssache alles. Das Problem ist, das Paragon-Zeug ist ja nicht mal entscheidend genug, sodass du es wirklich brauchst. So wie ich das in den Beta-Streams gesehen habe. Das ist halt so ein bisschen Stat-Verbesserung, aber ob du jetzt 135 oder 180 bist, macht kaum Unterschied. Wahrscheinlich nicht. Die Gruppe irgendwie. Ja. Das ist einer von der Gruppe, der hochgekommen ist. Die muss da unten irgendwo rummachen. Ja. Ich denke schon, dass es halt interessant wird, aber ich bin aktuell gar nicht mal. Also ich bin ehrlich am überlegen, ob ich es mir überhaupt für PC hole momentan. Wo ich eigentlich. Weil ich habe jetzt letztens einfach mal wieder so Diablo gespielt am PC. Das macht keinen Spaß. Irgendwie.
wenn man die PC, wenn man die Konsolenvariante gespielt hat. Die macht 10-mal mehr Spaß. Irgendwie. Ja, PC ist gut. Konsole. Deswegen weiß ich aktuell noch nicht, was ich so richtig davon halten soll. Ja, das Problem ist aber auch einfach, dass da so viel Konkurrenz auch gleichzeitig draußen ist. Finde ich persönlich. Wenn du dir dann da schon nicht sicher bist und sagst, okay, ich will es auf jeden Fall zocken. Oh, sind wir da? Dann, da unten war noch Dinger. Ja, achso, ich sehe keine Ahnung. Komm doch, da ist eine Pause. Was für dich? Uiuiui. Weniger Schaden würde ich ja, machen. Ja, waren bei 80 All Resi und so ein Kram, ne? Ja, ja, lass mal gucken. Select, ne? Ja. Pall das immer wieder. So, gleichen. 1% Leben weniger, kein Crit und keine Rüstung, dafür aber halt 80 All Resi. Und Vita. Ja, steht, das macht das Wett. Verlierst 2000 Damage. Das kriegst du 7000 AP. 7000 HP. Rüstung verliere ich aber auch. Ja. Ist halt Wissen, ne? 400. Schon viel, 400 Rüstung. Dafür hast du halt 80 Euro, Resi, ne? Und hast Kontrollverluste weniger um 12%. Ja, ich denke, ich werde die anlassen. Finde ich auch besser. So Quest annehmen. Das ist halt so mit das, was es für mich am meisten ausmacht bei Diablo. So Stats vergleichen und so weiter und so fort. Irgendwie. Ja, und einfach neue Sachen finden dann. Logisch. Müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir ein paar Mobs mitnehmen, damit ich nochmal Level 60 erreiche, ne? Und das ist knapp bei dir, oder was? Ja, das Level fehlt noch. Bisschen über ein halbes Level. Okay. Und so viel ist hier gar nicht mehr. Ja, würde sagen, haben wir eigentlich zum Add-on genug gesagt, oder? Ja, da gibt halt einfach noch nicht so viel zu sagen. Das ist halt alles so ein bisschen ja, das Problem in der Schwebe. Wir waren ja nicht in der Beta drin. Genau. Ja, wir haben selbst die Beta natürlich nicht gespielt, klar. Ja. Wir können auch nur sagen, was wir gesehen oder gehört haben. Ist halt, ich weiß nicht, ich finde es halt hauptsächlich blöd, dass es nicht gleichzeitig mit dem PC-Version rauskommt. Ja. Ich meine, dass das Auktionshaus geschlossen wird, ist ja wohl allseits bekannt. Ich denke, es wäre eine krasse Sache gewesen, wenn das Aktionshaus geschlossen wird und gleichzeitig PvP eingeführt wird. In irgendeiner Form. Tja. Das auch itemabhängig ist irgendwo. Kleines Stück weit zumindest halt. Die werden niemals richtiges PvP anbieten. Glaube ich auch, dass der Zug abgefahren ist. Aber das wäre für ein Addon krass gewesen, denke ich. Da hätte es wahrscheinlich nochmal viele Leute gezogen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch abgesprungen sind, weil sie gedacht haben, oh, Diablo PvP. Das könnte was werden und am Ende kam gar nichts. Ja, das Hauptproblem ist halt einfach, du holst dir die Items, sammelst. Ohne eigentlich einen Zweck. Ja, ohne dass du irgendwie dich damit dann profilieren oder beweisen kannst, ja. Und letztendlich gehört das halt dazu, finde ich. Ja, genau. Du kannst es ja auch. Du sammelst die Sachen ja nur für dich und was, keine Ahnung. Warum soll ich denn jetzt. Damit du noch schneller durchkommst. Ja, warum soll ich denn jetzt noch was finden, was mir, was weiß ich. 5 Minuten bringt, ja, wenn ich es auch so schaffe, weißt du? Ja, genau. Das ist halt so ein bisschen. Bisschen langweilig dann. Ja, auf Dauer halt. Oder die Motivation fehlt halt. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich denke, dass das Ganze aber auch mit Auktionshaus dann wieder ein bisschen schwieriger wird. Also ohne Auktionshaus. Glaube ich nicht. Ich denke schon. Wobei es dann wahrscheinlich eh irgendwelche Online-Auktionshäuser geben wird. Ich denke, da kannst du halt einfach wieder auf eBay kaufen. Fertig. Ich denke mir, die haben sich gedacht wahrscheinlich mit diesem Auktionshaus, erstens machen wir nicht so viel Geld, weil die richtig krassen Sachen werden eh über eBay verkauft, weil es da $250 oder Euro Limit gab. Und zweitens, wir haben da so viel Stress damit, das lohnt sich überhaupt nicht. Und die Leute verkaufen so oder so nebenbei auf eBay, wenn es krasses Zeug ist. Ganz einfach. Kann schon sein. Wir haben damit wahrscheinlich mehr Stress gehabt, als Einnahmen produziert haben. Ja, das glaube ich nicht, aber. Doch, am Ende kann ich mir schon vorstellen. Ja, gut, am Ende dann. Weil die haben ja auch dann vorher schon ordentlich Kohle gemacht, ne? Mag schon sein, aber. Zwei Gruppen, ne? Ja. Sind die irgendwie. Ich mach halt auch mal was. Scheiße. Du bist hier voll gelevelt. Hier sterbt mal ein bisschen. Wäre ganz geil.
siehst du fast überhaupt nichts wegen dem ganzen grünen Scheißdreck hier. Lebt immer noch einer von denen, ey. Ja. Oh, Porte scheint durch die Gegend hoch, Vogel. So. Nicht mal ein Legendary drinne. Du hast doch schon eins, da sitzt du da. Ja und? Zeit, dass ich was ordentliches krieg hier, 3, 4, 5 Stück. Kriegst du jetzt gleich. Ja, hoffentlich. Diablo und so. Aber ich denke, in der Woche sollten wir auf jeden Fall jetzt in den, wieder in Inferno kommen. Ja, denke ich auch. Ganz gut. Ich hoffe halt echt nur, dass sie nicht 100 Jahre warten, bis sie dann das... Das ist wieder ein halbes Schlimmste, Jahr oder was so. Sie machen können, wenn sie hier ewig warten würden, bis hier was nachkommt. Wieder ein halbes Jahr oder so, das wäre lächerlich. Aber ich kann mir das halt gut vorstellen, ich dass sie es machen, vorstellen. Damit die PC-Leute ruhig sind. Nee, nicht deswegen. Ich denke eher, dass sie halt auch einfach die ganzen Bugs wieder rauskriegen. Weil ich denke, für die Konsolen und sowas Bugs nachpatchen und Kram, ein größerer Aufwand ist einfach. Weil es ja nicht über das Battle.net läuft und nix. Ich denke, dass das ein größerer Aufwand ist für die. Und deswegen glaub's, wollen sie es bugfrei haben, denke ich. Nein, kannst du mir nicht vorstellen. Weißt du? Ich weiß halt, wie gesagt, auch nicht, aber vorstellen kann ich mir. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Weiß ich auch nicht so richtig, aber. Muss jemand von der Friendlist sein. Ja. Ich würde mal sagen, dann machen wir gerade mal hier einen Cut. Oder? Dann lass mal wegporten, aber gerade. Jo. Nicht, dass der gerade reinkommt und wir dann irgendwie hier weggehauen werden. Ja, ja, genau. Ja, so viel zu der Folge. Unsere Add-on-Blabla-Folge nenne ich sie jetzt mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr jetzt Infos zum Add-on habt, die uns jetzt entgangen sind, könnt ihr ja gerne auch in den Comments dazu schreiben. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.